Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe, diesmal mit einem Thema der etwas anderen Art. Und zwar beschäftigen wir uns diesmal mit den Burgistom oder ganz einfach Burgis. Und wie man jetzt wahrscheinlich schon sehen wird, handelt es sich um ein Thema, das hauptsächlich auf Fallen aus ist und deswegen halt auch mit hauptsächlich auf Fallenmonster geht. Allerdings handelt es sich bei den Burgis nicht um ganz gewöhnliche Fallenmonster, die sowohl als Falle als auch dann als Monster zählen, sondern sobald sie beschworen wurden durch ihren Effekt, zählen sie dann wirklich als Monster auf dem Feld. Und dementsprechend haben sie dann natürlich auch Monstereffekte und auch Falleneffekte. Aber natürlich haben sie dadurch auch einige Schwächen. Einerseits, dass sie durch königlichen Erlass ganz einfach ausgekontert werden können. Und andererseits, dadurch, dass sie dann vom Friedhof spezialbeschworen werden, kann einerseits der Effekt im Friedhof ganz einfach annulliert werden, beziehungsweise kann auch einfach dafür gesorgt werden, dass das Timing verfehlt wird, indem einfach auf die Beschwörungsbedingung, die dann halt kommt, einfach was angekettet wird, sodass die Beschwörungsbedingung nicht das Timing erwischt und dann halt verfällt. Wie genau das aussieht, für die, die sich das nicht vorstellen können, werde ich einerseits jetzt bei den Karten, weil wir da angekommen sind, erklären und andererseits wird man das bestimmt auch in den Duellen sehen, weil man das relativ gut dann ausnutzen kann. Aber natürlich hat das Deck an sich nicht nur Nachteile, sondern es hat auch Vorteile. Einer der wahrscheinlich gravierendsten ist der, dass sie relativ hohe Beschwörungsfrequenzen haben, also es sich dabei quasi um ein Fallen-Swarming-System handelt. Aber genug der Vorrede, sehen wir uns doch das Deck einfach an. Da hätten wir dann als erstes das Karten-Auto D oder Card-KD. Der Effekt sollte eigentlich bekannt sein, also kurz zusammengefasst, man kann in der Main Phase 1 Karten ziehen, dafür wird der Zug beendet, wenn sie normal beschworen wurde, die Karte, und man kann für den Rest des Spielzuges keine Spezialbeschwörung machen, also man kann den Effekt auch nicht benutzen, wenn man schon Spezialbeschworen hat. Das Ganze mag jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig wirken, weil wir können keine Spezialbeschwörung machen in einem Deck, was hauptsächlich auf Spezialbeschwörungen angewiesen ist, allerdings muss man bedenken, das Kartenauto ist dafür da, um ein bisschen Schwung reinzubringen, weil wir ja mit Fallen arbeiten und deswegen ein bisschen Anlauf brauchen können, bevor wir richtig in Schwung kommen. Andererseits hat es halt den Vorteil, es ist Stufe 2 und passt damit super in das System rein, weil alles, was dann halt spezialbeschworen wird hier, ist im Regelfall Stufe 2, beziehungsweise gibt es auch Synchros, die höher sind, aber die sind dann halt alle Zweier-Äquivalente. Aber wie man sieht, ist es das einzige Monster, was wir spielen. Gut, wir spielen es dreimal, aber immerhin, es ist nur ein wirkliches Monster in dem Deck, aber das sollte bei einem Fallenthema ja auch nicht verwunderlich sein. Damit kommen wir dann allerdings auch schon gleich zu den Zauberkarten. Die beiden, die da noch gespielt werden, sollten eigentlich auch bekannt sein, die eine wahrscheinlich mehr als die andere, denn die Karte Magischer Pflanzer sollte eigentlich jeder kennen. Man legt eine offene permanente Falle auf den Friedhof, darf zwei Karten ziehen und wenn man sie mal nicht einsetzen kann, kann man sie immer noch abwerfen, um zum Beispiel irgendeine andere Karte zu aktivieren. Die andere Karte wird nicht ganz so bekannt sein, weil sie halt eher selten gespielt wird und dabei handelt es sich nämlich um Feuchtgebiete. Es ist eine Spielfeldzauberkarte, die im Endeffekt nur aussagt, dass alle Wassermonster vom Typ Aqua der Stufe 2 und niedriger 1200 ATK erhalten. Die ist jetzt für das Swarming nicht so wichtig, allerdings dadurch, dass es 1200 ATK dazu gibt und alle Monster, die wir hier drinnen spielen, Stufe 2 und niedriger sind und halt Typ Wasser und Aqua, vom Kartenauto jetzt mal abgesehen, macht sich das Ganze dann schon bemerkbar und man kann teilweise sogar auch die Cards dann hinzaubern. Ja, damit kommen wir dann auch schon zu den Fallen, die einen Großteil des ganzen Decks dann auch ausmachen. Und wie man sieht, spiele ich da als erstes dreimal Gestaltwandlerin. Das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen, wenn man sich den Text anguckt. Und zwar sagt sie halt, sie wird als Spezialbeschwörung beschworen, als normales Monster, ist ein Empfänger der Stufe 2, was in das System super hineinpasst, weil uns das nicht nur Synchros erlaubt, sondern auch noch eine ganz normale Exit mit ihr, beziehungsweise können wir sie für Magischer Pflanzer ablegen, falls wir Karten ziehen müssen. Und was manchmal auch ganz nützlich ist, ist die Tatsache, dadurch, dass sie eine normale Fallenkartenaktivierung hat, also keine höhere Zaubergeschwindigkeit, erlaubt sie es uns bei der Aktivierung gleichzeitig noch ein Burgis vom Friedhof zu beschwören, falls einer da ist, was bedeutet, man hat quasi instant eine 4er-Synchro oder eine 2er-Exit. Und mindestens genauso nützlich ist die Kaiserliche Eisenmauer. Jeder sollte den Effekt kennen, es können keine Karten mehr verbannt werden. Und auch hier kann wieder die Karte dann verwendet werden für Magischer Pflanzer oder halt auch einfach, um was zu triggern. Zusätzlich dazu können wir ihren Effekt auch wirklich gut benutzen, weil, das werden wir dann aber erst später sehen, wie gesagt, die Karten nicht mehr entfernt werden können. Da wir allerdings nicht immer davon ausgehen können, dass wir die Monster aufs Feld bekommen und wenn, dass sie dann halt immer auch kampfstärker sind, auch trotz Feuchtgebiete eventuell, habe ich dann auch noch so Sachen drinne wie angsteinjagendes Gebrüll. Die Karte sollte halt auch jeder kennen eigentlich. Der Gegner kann keinen Angriff mehr deklarieren, was besonders interessant ist, wenn er bereits einen Angriff deklariert hat und man dann angsteinjagendes Gebrüll aktiviert und dann in Burgis vom Friedhof beschwört, muss er durch die Replay-Regel dann ein neues Angriffsziel wählen, kann das dann aber nicht mehr durch den Effekt von angsteinjagendes Gebrüll, wodurch man dann eventuell auch einen Angriff abbrechen kann, wenn zum Beispiel schon aufrichtig oder sowas aktiviert wurde. Und natürlich dürfen auch so Sachen wie Feierlicher Schlag und Erste Warnung nicht fehlen. Einziger Nachteil daran ist, dass die beiden uns keine neuen Burgis geben, weil durch die extrem hohe Zaubergeschwindigkeit von Konterfallen kann man danach
danach nicht mehr anketten. Und damit kommen wir dann auch schon zu den Burgers an sich. Wie man sieht, das Deck ist 50-50 aufgebaut. Man könnte zwar noch mehr Burgers reinnehmen, allerdings geht einem dann da entscheidender Speed verloren, den man sich dann an anderen Stellen irgendwie organisieren müsste. Allerdings ist das natürlich nur meine Meinung. Ihr könnt das natürlich so aufbauen, wie es euch dann gefällt. Okay, dann kommen wir doch auch gleich zu den Burgers. Die haben an sich alle nur einen Effekt und ihren Beschwörungseffekt, wobei der Beschwörungseffekt wirklich bei allen absolut identisch ist und die unterscheiden sich nur durch ihren Namen, ihr Bild und halt ihren spezifischen Effekt. Das einzigste Problem bei den Burgers ist, die ihre Namen sind ja wahrscheinlich an biologische Tiernamen angelehnt, deswegen sprechen die sich teilweise ein bisschen merkwürdig aus und deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal, falls ich irgendjemand auf die Füße treten sollte, weil ich irgendwas total falsch ausspreche. Um das zu vermeiden, werde ich dann in den Duellen wahrscheinlich auch die Namen überhaupt nicht großartig erwähnen, sondern nur über die Effekte dann versuchen, irgendwelche näheren Beschreibungen oder Erklärungen abzuliefern. Und um die Sache zusätzlich noch ein bisschen zu verkürzen, fange ich jetzt erstmal mit dem Beschwörungseffekt an, der ja wie gesagt bei allen gleich ist. Und der sagt halt ganz einfach aus, wenn eine Fallenkarte auf dem Spielfeld aktiviert wird, solange sich eine dieser Karten im Friedhof befindet, kannst du sie auf dem Friedhof liegend aktivieren und sie dann halt als Spezialbeschwörung beschwören. Und zwar kommen sie als normales Monster vom Typ Aqua und Wasser, Stufe 2 mit 1200 ATK und 0 Def. Und das wirklich Wichtige daran ist, dass diese Karte auf dem Spielfeld nicht als Fallenkarte behandelt wird. Das bedeutet, sie kann zum Beispiel durch Mystischer dann auch nicht wieder zerstört werden. Und was ein bisschen merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass sie zwar als normales Monster behandelt werden, allerdings haben sie einen Effekt, wenn man das so sehen will, und zwar bleiben sie von Monstereffekten unberührt. Und zusätzlich dazu werden sie, wenn sie das Spielfeld verlassen, dann entfernt. Und genau aus diesem Grund ist Kaiserliche Eisenmauer so extrem wichtig, weil wir manchmal halt einfach keine Möglichkeit haben, als die Monster dann halt so vom Feld wegzuhauen. Besonders bei einer Synchro kann man sich das vorstellen, da gehen sie ja sowieso dann theoretisch in den Friedhof und die Burgers würden dann halt entfernt werden. Und spätestens jetzt sollte jeder verstanden haben, warum Kaiserliche Eisenmauer hier standardmäßig gespielt wird, weil man muss sich ja nicht unbedingt selber die eigene Monsterbasis bzw. die eigene Aktionsbasis dann verbauen. Okay, ab dem jetzigen Zeitpunkt wird das Ganze relativ schnell gehen, weil wir, wie gesagt, nur noch die Namen und die Effekte, die hauptsächlich dann aktiviert werden können, erwähnen müssen. Und da fangen wir dann auch gleich mal an. Und da hätten wir als erstes Pikaia. Durch ihren Effekt können wir, wenn wir eine Burgeskarte abwerfen, zwei Karten ziehen, also nochmal ein bisschen Dwarf Power, was ganz nebenbei nicht nur dafür sorgt, dass wir zusätzliche Burgers in Friedhof bekommen, damit wir sie dann wieder beschwören können, sondern wir können damit dann auch zusätzlich schon vorhandene Burgers im Friedhof neu triggern, wodurch wir dann unsere Monsterbasis wieder aufbauen. Als nächstes hätten wir dann da Olenoides, damit können wir eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld zerstören und das ist halt auch der Grund, warum wir hier auch relativ gut ohne Mystischen oder dergleichen auskommen können und uns trotzdem gleichzeitig um Schlüsselkarten vom Gegner kümmern können, falls es denn notwendig sein sollte. Die dritte Burgeskarte, die wir dann spielen, ist Halukigenia. Damit können wir ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen und bis zur Endphase dann die ATK und Def halbieren, was schon ziemlich gut ist, wenn wir bedenken, dass wir dann mit Feuchtgebiete unsere ATK auf 2400 erhöhen können und dann damit dann im Endeffekt sogar Monster vernichten können, die fast 5000 Angriffspunkte haben. Alles natürlich unter der Voraussetzung, dass sie dann von solchen Effekten überhaupt betroffen werden können. Und um beim Thema Angriffspunkte zu bleiben, gehen wir doch gleich weiter zu Eldonia. Damit können wir ein Monster auf dem Spielfeld wählen und dann bis zur Endphase des Spielzuges 500 ATK dazugeben. Zugegeben, das ist jetzt vielleicht nicht so gut wie die Werte halbieren oder eventuell, was vielleicht auch hätte denkbar sein können, dann von einem beliebigen Monster die Werte verdoppeln. Allerdings, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, dass wir damit dann im Regelfall ein Monster beschwören können, beziehungsweise dann eins von unseren wählen und dann mit Feuchtgebiete auf 2,9 kommen, ist das schon gar nicht so schlecht. Allerdings, weil natürlich der Platz begrenzt ist und wir noch ein paar andere Karten reinnehmen müssen, um flexibel zu sein, habe ich mir so gedacht, dass zweimal vollkommen ausreicht, weil das sind im Zweifelsfall schon zwei neue Monster und ein Boost von 1000 ATK und das ist dann doch schon hilfreich manchmal. Der nächste Bogus wird für die meisten wahrscheinlich extrem nervig sein, denn mit Dinomichos kann man eine offene Karte auf dem Spielfeld wählen und dann die verbannen, wenn man dafür eine Karte von seiner Hand abwirft. Und jetzt sieht man auch, warum magischer Pflanzer, auch wenn er nicht immer benutzt werden kann, sehr effektiv sein kann, weil den kann man dann halt einfach abwerfen. Auch wenn der größte Vorteil daran immer noch bleibt, dass man damit was verbannen kann vom Gegner. Allerdings muss man dabei bedenken, dass der Effekt nicht funktioniert, wenn Kaiserliche Eisenmauer auf dem Feld liegt. Das bedeutet, wenn man Kaiserliche Eisenmauer hat, sollte man es vermeiden, Dinomichos zu spielen, weil man sie dann halt einfach nicht aktivieren kann und dann blockiert man sich selbst ein Feld. Also hier auch wieder nur auf 2, weil es durchaus vorkommen kann, dass man die dann halt wirklich nur benutzen kann, um zum Beispiel für Pikaia das abzuwerfen und was zu ziehen und dann sonst liegt sie halt hauptsächlich als Bluff auf dem Feld oder so. Genau das Gegenteil von Dinomichos ist dann Leon Coelia. Ihr Effekt besagt halt ganz einfach, dass man eine verbannte Karte wieder in den Friedhof zurücklegen kann, was extrem vorteilhaft ist, wenn
man bedenkt, dass man vielleicht nicht immer kaiserliche Eisenmauer zur Verfügung hatte oder der Gegner ein System spielt, bei dem es wichtig ist, dass er bestimmte Karten hat, die er dann wählen kann, die aus dem Spiel entfernt sind, wie zum Beispiel bei Cosmo, dass er dann einfach seine kleinen Karten dann wieder auf die Hand nehmen kann und dann kann man das anketten und dadurch den Effekt verwirken und dann hat er nicht mehr ganz so viel Support. Weil es allerdings der spezifischste aller Effekte ist, habe ich mich dazu entschlossen, ihn nur einmal mit reinzunehmen, für den Fall, dass man ihn wirklich gebrauchen kann. Allerdings ist er meistens dann doch eher zum Abwerfen gedacht. Abgesehen davon hat er wirklich den beschissensten Namen von allen. Aber gehen wir doch einfach zu was Besseren über. Da hätten wir dann Kanadier. Ihr Effekt besagt, dass du ein offenes Monster auf dem Feld wählen kannst, das dein Gegner kontrolliert und das änderst du dann in die verdeckte Verteidigungsposition. Das bedeutet, man kann damit auch super Angriffe abwehren oder Synchros unterbinden oder Exceeds. Also man hat dann relativ großen Spielraum dafür. Und als letztes hätten wir dann da noch Marella. Ihr Effekt besagt eigentlich einfach nur, dass man eine Fallenkarte vom Deck auf den Friedhof legen kann und der Effekt ist eigentlich ja quasi immer aktivierbar. Das bedeutet, man kann ihn immer aktivieren, um dann was zu beschwören, beziehungsweise hat man dann noch den Effekt, falls man ihn dann wirklich brauchen sollte, dass man noch einen zusätzlichen Bogus in den Friedhof bekommt, um dann weiter beschwören zu können. Also allem in allem wirklich die umfassendste Karte, die du halt wirklich immer bringen kannst. Außer wenn das Abwerfen vom Deck durch irgendwas unterbunden wurde oder man durch Zufall vielleicht gerade keine Karten mehr im Deck hat. Sollte zwar relativ selten vorkommen, dass man keine Fallen hat, die man abwerfen kann, aber es ist halt nicht ausgeschlossen. So, und dann kommen wir doch auch gleich zum Extra-Deck, um die Sache noch schnell abzuschließen. Da hätten wir dann als erstes eins der zwei Bogus-Exit-Monster, und zwar Opabinia. Das ist das Exit-Monster, was als letztes rausgekommen ist von den beiden, und ist aber das, was wo wirklich den größten Spielwert an dem Deck hat. Also das hat das Deck erst richtig mit spielbar gemacht, weil es extrem viel Geschwindigkeit reinbringt. Wie man sieht, es hat 0 ATK und 2400 Def, also eher ein Defer, bleibt genauso wie alle anderen Bogus von den Effekten anderer Monster unberührt, hat allerdings den Vorteil, dass du normale Bogus-Fallenkarten von der Hand aktivieren kannst. Das bedeutet, du bist dann nicht mehr gezwungen, eine Runde zu warten, sondern kannst auch gleich loslegen. Außerdem, das Interessante daran ist, er ist gleichzeitig noch ein Sucher, das bedeutet, wenn du ein Exit-Material von der Karte abhängst, kannst du dir dann eine Bogus-Fallenkarte vom Deck auf die Hand nehmen. Einzigster Nachteil an dieser Sache ist, dass du dafür eine Fallenkarte als Exit-Material haben muss. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel die Karte mit Kartenauto und einem Bogus gemacht hast und dann den Bogus abhängst, kannst du das zweite Mal dann nicht mehr suchen, weil du dann kein Exit-Fallen-Monster mehr hast. Und was vielleicht noch interessant ist zu wissen, man kann den Effekt nur einmal pro Spielzug benutzen, also auch wenn man ihn zweimal zusammenbekommt, bringt einem das quasi gar nichts. Außer, dass man die Absicherung hat, dass man auch im gegnerischen Zug noch Fallen von der Hand aktivieren kann, solange es Bogus-Fallen sind. Das nächste Exit-Monster von dem Bogus ist dann Anomalocaris. Er hat den Effekt, dass der ebenfalls von Monster-Effekten unberührt ist, zumindest von anderen. Und zusätzlich, dass einmal pro Spielzug, wenn eine Fallenkarte von der Zauber der Fallenkartenzone auf den Friedhof gelegt wird, kannst du den Effekt aktivieren und dann die erste Karte von deinem Deck ausgraben und wenn es eine Falle ist, auf die Hand nehmen, andernfalls wird es auf den Friedhof gelegt. Natürlich hat er auch noch einen Effekt, dass er was abhängen kann, und zwar kannst du halt einmal während des Spielzuges eines beliebigen Spielers ein Material abhängen und dafür dann eine Karte auf dem Feld zerstören, was so gesehen schon relativ praktisch ist, weil man damit dann auch Schlüsselkarten dann zerstören kann, wie zum Beispiel bei der Synchro von Quasar, den Superbibliothekar. Außerdem ist er mit seinen 2-4 ATK nicht unbedingt schwach, hat allerdings 0 Def, also ist genau das Gegenteil von seinem Vorgänger. Und als kleiner zusätzlicher Pferdefuß, wenn man das so sehen will, man braucht mindestens 3 Monster, kann allerdings bis zu 5 Monster nehmen, also so viele, wie man halt gerade lustig ist, und kann dann halt die Anzahl an Karten, die man zerstören kann, dann noch weiter erhöhen. Als nächstes spiele ich dann noch einmal Herold des reinen Lichtes, hauptsächlich aus dem Grund, weil ich mir damit dann eventuell das Kartenauto wiederhole, falls ich wieder was ziehen muss, beziehungsweise falls ich halt auch einfach ein schnelles Monster brauche, das ich so für eine Exit benutzen kann. Und gegebenenfalls könnte man das zum Beispiel auch in einem Tech-Duell so benutzen, dass dein Partner dann damit noch was von seinem Friedhof wiederholt, um wieder ins Spiel zu kommen. Außerdem spiele ich dann noch einmal den Katzenhai. Wer seinen Effekt noch kennt, der besagt halt eigentlich ganz einfach, wenn sie ein Exit-Material hat, was Wasser ist, dann kann sie nicht durch Kampf zerstört werden, was im ersten Moment super klingt, weil wenn man zurückdenkt, alle Bogus-Monster sind ja Aqua und Wasser. Allerdings muss man sich dabei dann klar sein, sobald sie als Exit-Material angehangen sind, werden sie wieder zu ganz normalen Fallen und haben dementsprechend auch keinen wirklichen Nutzen für diesen Effekt, weil der geht halt einfach nicht los, also kann trotzdem durch Kampf zerstört werden. Aber warum ich sie spiele, ist halt der Grund, dass du während des Spielzuges eines beliebigen Spielers eine Karte von dieser Karte abhängen kannst und dafür dann ein Exit-Monster, das einen Rang 4 oder niedriger hat, dann wählen kannst, dass du kontrollierst.
kontrollierst und seine ATK und Death werden dann halt bis zum Endphase verdoppelt, beziehungsweise genau genommen werden sie zum Doppelten der Grundwerte, die es hat, was es dann teilweise schon doch sehr nützlich macht, weil wenn man bedenkt, wenn man gegen ein starkes gegnerisches Monster kämpfen muss, kann man damit zum Beispiel dann Kornblume, die jetzt gleich als nächstes kommt, verdoppeln und gleichzeitig noch die Werte vom Gegner halbieren und kann damit dann ordentlich reinrennen, aber das ist dann auch eher so ein Effekt, der relativ selten zur Verwendung kommt. Aber wie gerade schon erwähnt, spiele ich auch Kornblume, wie man sieht, zweimal, hauptsächlich halt, weil man sie super verwenden kann. Sie kann erstens nicht gekampft zerstört werden, zweitens Stufe 2 ist hier überhaupt kein Hindernis und drittens kann man, wenn sie gekämpft hat, am Ende des Damage-Steps dann einfach Material abhängen und das Monster, gegen das sie gekämpft hat, dann auf die Hand geben. Einziger Nachteil ist natürlich, dass man trotzdem Kampfschaden erhält und dass es 0 Death hat. Das bedeutet, mit Death-Durchschlag kann man sich dann trotzdem nicht super verteidigen. Zu F0, denke ich, brauche ich nicht viel sagen. Sollte jeder kennen und wahrscheinlich auch jeder hassen, der dagegen schon mal gekämpft hat, weil kann nicht durch Kampf zerstört werden, kein Kampfschaden. Wenn es durch Effekte zerstört wird, kannst du einfach im Material abhängen. Und wenn es gegen irgendwas gekämpft hat, kannst du es dann klauen. Also allen im allen ziemlich nützlich, beziehungsweise ziemlich hässlich, wenn man dagegen spielen muss. So, und das wären dann auch schon alle Exit-Monster. Bleiben ja nur noch die Synchros über. Hauptsächlich halt Stufe 4, weil man halt mit der Gestaltwandlerin und dann dem Boris, den man dadurch dann auch noch zusätzlich beschwört, zumindest im Regelfall ganz easy auf Stufe 4 kommt. Und auch hier sind hauptsächlich alte Bekannte, wie zum Beispiel der Herold des Bogenlichts. Den sollte man eigentlich kennen. Er kann halt einerseits eine Effektaktivierung annullieren, indem er sich selbst als Tribut anbietet. Andererseits, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, kannst du dir eine Ritualzauber- oder Monsterkarte vom Deck auf die Hand nehmen, was wir hier jetzt nicht wirklich verwenden können. Aber in einem Tech-Duell könnte es dann doch schon praktisch sein. Und andererseits hat er den beliebten Effekt, dass Monster, die von der Hand oder vom Deck auf den Friedhof gelegt werden, dann stattdessen entfernt werden. Was ziemlich interessant ist, wenn man beispielsweise bedenkt, dass man zum Beispiel gegen Burning Abyss spielt. Als nächstes dann noch die Waffe aus der Waffenkammer. Sollte eigentlich auch bekannt sein, ist schon relativ alt, aber nochmal kurz zusammengefasst, man kann damit Monster ausrüsten und die Karte erhält dann auf jeden Fall 1000 ATK dazu und falls das Ziel, das dann durch das Monster, was angegriffen hat, zerstört wird, auf den Friedhof gelegt wird, kannst du deinem Gegner nochmal Schaden in Höhe der ATK des zerstörten Monsters zufügen. Was natürlich auch geht, ist, du musst es nicht, wenn du es einmal ausgerüstet hast, dann immer an dem Monster belassen, du kannst es wieder als normales Monster dann beschwören, beziehungsweise natürlich ist es dann halt Synchromonster und kannst es dann später nochmal mit einem anderen Ziel ausrüsten. Also auf jeden Fall gut, um ein paar ATK mit aufs Feld zu bringen. Als vorletztes spiele ich dann noch altes Wesen Hestor. Der sollte theoretisch auch bekannt sein, obwohl er im Vergleich zu Noden wahrscheinlich eher relativ selten gespielt wird. Ganz einfach gesagt, wenn er von der Monsterzone auf den Friedhof gelegt wird, kannst du damit ein offenes Monster ausrüsten. Das Monster kann dann weder angreifen noch seine Effekte aktivieren, weil die annulliert sind. Und wenn diese Karte dann vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, kannst du die Kontrolle über das Monster, was damit ausgerüstet war, übernehmen. Also nochmal so eine Art Big Eye, nur ein bisschen mit Umwegen. Und als letztes Extra-Deck-Monster diesmal ein Synchro der Stufe 6, für den Fall, dass wir halt mal drei Monster haben und keine Exit damit machen wollen. Der Effekt von Vulkan sollte eigentlich bekannt sein, deswegen werde ich ihn jetzt auch nicht großartig weiter erwähnen. Und damit wären wir dann auch schon durch, was das Extra-Deck angeht. Und wie man sich jetzt vielleicht schon denken kann, wird hauptsächlich mit den Bogus-spezifischen Exits gearbeitet. Vielleicht ab und zu auch mal mit einer Synchro, aber halt hauptsächlich wirklich mit den Bogus-Karten. Was einem extrem viel Spielraum in dem Extra-Deck gibt, um dann halt irgendwelche Alternativen oder Flexibilität mit ins Spiel zu bringen. Ich persönlich bin zumindest begeistert von dem Deck, zumindest im Vergleich zu denen, was sonst so rumrennt jetzt hier, weil Cosmo ist nicht wirklich sonderlich interessant, was das Spielen angeht. Und dass so alte Systeme wie Burning Abyss, also relativ alt natürlich gesehen, dann jetzt im Vergleich zu neueren Themen, die schon teilweise beschnitten oder eingestampft wurden, jetzt immer noch keinen wirklichen Hit auf der Liste abbekommen hat, lasse ich jetzt auch erstmal so dahingestellt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat's gefallen und sage mal so viel bis dahin. Bis zum nächsten Mal.